Hi, heute zeige ich euch, wie ihr mit der Echo Hörbücher bei Spotify abspielen könnt. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, es gibt, wenn ihr einen Spotify Premium Account habt, jede Menge Hörbücher oder Hörspiele. Und die Echo spielt aber eigentlich, wenn man ihr sagt, ein Hörbuch abspielen, nur Bücher ab, die ihr bei Audible habt. Und wenn ihr ihr jetzt zum Beispiel sagen würdet, Alexa, Spotify, Hummeldumm. Die Hammeln sind eine zu den echten Bienen gehörende Gattung staatenbildender Alexa, Insekten. stopp. Dann kann sie damit nichts anfangen. Es gibt einen Trick, wie ihr das machen könnt. Und zwar braucht ihr dafür die Spotify-App und die App Spooks, weil die ist richtig klasse. Die kostet nichts und die zeigt euch viel übersichtlicher die Hörbücher an, die auf Spotify sind. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Spotify geht und dann hier mal auf Browse geht, dann könnt ihr hier zwar den Ordner Hörbücher auswählen, aber ihr seht, das war es dann auch schon. Es ist ein ziemliches Chaos. Und bis ihr da euer passendes Hörbuch gefunden habt, ist dann eher so ein Trial and Error. Wenn ihr das Ganze jetzt über Spooks macht, dann sieht die ganze Sache schon viel, viel schöner aus. Ihr habt die Neuheiten, ihr habt Bestseller, Hörbücher, Hörspiele. Wenn ihr hier drauf geht, habt ihr ganz viele verschiedene Genres, wo ihr gucken könnt. Also es ist schon viel, viel bequemer. So, was macht ihr also, um eure Hörbücher von Spotify auch über die Echo hören zu können? Ihr geht erstmal auf Spotify und geht dort auf Playlisten und sagt hier oben Playlist hinzufügen. Ich nenne sie jetzt mal Hörbuch. So, dann habt ihr hier diese Playliste. Dann geht ihr wieder in eure Spooks-App. Und ich sag mal, wir nehmen jetzt hier dieses Buch einfach mal die Meisterdiebin. Ihr könnt hier eine schöne Zusammenfassung sehen, worum es ums Buch geht, wer es liest, welche Sprache, wie lange und wann es erschienen ist. Das ist also auch schon mal viel ausführlicher als auf Spotify. Und dann könnt ihr es zu euren Favoriten legen. Und ihr könnt jetzt hier einfach so auf Abspielen klicken. Dann öffnet es sich in der Spotify-App. Hier oben sagt ihr jetzt zur Playlist hinzufügen. Hörbuch. Damit habt ihr das jetzt in eurer aktuellen Playliste drin. Und jetzt ist die Echo auch in der Lage, das zu finden. Wenn ich jetzt sage, Alexa, Spotify, Playliste, Hörbuch an. Hörbuch von Spotify. Und wie ihr hier sehen könnt, spielt es Die genau das ab. Meisterdiebin. Ich drossele den Motor, rief der Steuermann. Halt nach Überlebenden Ausschau. Wenn ich jetzt nur sage, Alexa, Spotify die Meisterdiebin an. Ich kann keine Songs von The Meisterdiebin auf Spotify finden. Also ihr seht mit diesem kleinen Umweg, dass ihr einfach euch eine Playliste anlegt, wo ihr dann euer Hörbuch reinschmeißt, was ihr gerne hören möchtet, könnt ihr die Hörbücher auch von Spotify auf der Echo abspielen. Das ist sehr praktisch, weil die meisten ja nicht unbedingt einen Audible-Account haben und jeden Monat oder für das Hörbuch bezahlen möchten. Wenn ihr das Spotify Premium-Account habt, habt ihr so viele kostenlose Hörbücher jederzeit zur Verfügung, dass das schon eine ganz coole Sache ist, wenn man gerne Hörbücher hört. So, hoffe, der kleine Tipp hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.